Moin Leute, da sind wir schon wieder hier, Soviet Republic Workers and Resources. Ach, eine weitere Folge in der aktuellen Aufnahmesession. Vielen, vielen Dank, falls ihr ein paar Tipps reingehauen habt, kann ich dann in der nächsten oder übernächsten Folge wahrscheinlich wieder ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Und hier müssen wir jetzt mal schauen, hier gibt es ja irgendwie Möglichkeit, glaube ich, LKWs beladen, entladen. Haben wir jetzt hier gebaut. Wir brauchen jetzt noch eine Entladestation und dann die Entladestation muss bestimmt auch wieder mit Förderbändern verbunden werden. Ist schon nicht ganz unkompliziert. Hier liegen schon fast 50 Tonnen Kohleerz. Immerhin etwas, was funktioniert. So, dann, liebe Leute, wir brauchen Förderbänder. Versuchen das Ganze jetzt hier einmal zu kombinieren. In die Richtung geht es nicht. Es würde nur hier vorne angeschlossen werden wollen. Das gefällt mir persönlich jetzt nicht ganz so gut. Was mir gut gefällt, dass das miteinander funktioniert hier. Perfekt. Immerhin etwas, oder? Müssen wir aber hier Zeugs reinkriegen. Dafür brauchen wir sonst mal eine LKW-Entladestation. Und gucken wir uns erstmal an, wie das funktioniert. LKW-Rohstoff entladen. Das ist nicht besonders groß. Können wir hier anschließen und dann können wir es da miteinander verbinden. Das ist aber eine ganz, ganz krasse... Oh, oh, oh. Da kraust es einmal schon wieder. Ob das überhaupt funktioniert, wir werden sehen. Das funktioniert. So, Fahrzeuge kaufen. Haben wir hier aber keine Möglichkeit. Okay. Was gibt es denn noch für Depots? Ich glaube, wir müssen noch was anderes bauen. Konstruktion. Wir brauchen mal bauwirtschaftliche Industrie. Konstruktion, Eisenbahn, Konstruktionsbüro, Kiesgrube, Rohstoffspeicher, kleiner LKW, Rohstoffe beladen, Beton, Asphaltanlage, Freilager, Freilager, Warenhaus, Busplattform, Flugplattform. Also brauchen wir ein Bauhaus, glaube ich, hier sowas. Müssen wir gleich mal gucken, wie viele Einwohner wir noch haben. Ob wir schon wieder leere Häuser haben eigentlich oder ob überall noch ein paar Leute wohnen. Auch mehr oder weniger leben überall noch ein paar Leute. Im Warenhaus, hier sind auch noch ein paar Lebensmittel am Start. Ich glaube, die werden jetzt vielleicht nachgekauft. Kann man gar nicht so genau sagen. Fleisch ist auf jeden Fall vorhanden, ein bisschen was zu essen ist vorhanden. Eine Kirche, eine Kultur, eine Kneipe, brauchen keine Kleidung, Elektronikgeräte, kein Fleisch, kein Krankenhaus, keine Schule. Ja, also die Liste von keinen ist recht groß. Export. 9 Tonnen Lebensmittel. Wir wollen ja auch, macht ja auch keinen Sinn, wenn man zu viel Lebensmittel jetzt irgendwie dahin bringt, ne? Muss man ja auch sagen. So, wir haben hier was Neues gebaut und da müssen wir mal gucken. Da können wir Fahrzeuge kaufen. Busse. Noch mehr Busse. Ich dachte eigentlich, dass ich jetzt irgendwie einen LKW finde zum Essen transportieren. Aber auch Schüttgut-LKWs für Eisenerz. So einer hier. Gibt es hier auch ein Groß? Eisenerz, Kohle, Asphalt, Kies, Kohleerz. Fährt 82 km/h, fährt 85, kann noch ein bisschen weniger nehmen. Ja, guck mal, hier passen 12 Tonnen rein, fährt 70. Das hört sich schon ganz gut an. Und hier, jetzt kommen eher so die Holzgeschichten. Auch Holz. Ja, viel Auswahl, muss man sagen. Wahnsinn. Hier können wir uns noch irgendwie Bagger kaufen, Kran und so weiter. Glaube ich, wenn wir selber bauen. Teermaschinen. Günstiger Straßen bauen, dann gehe ich mit der Zeit. Das ist echt wahnsinnig umfangreich. Krankenwagen hier ein bisschen. Wir brauchen jetzt aber Schüttgut. Ich fand den hier eigentlich schon ganz gut.
3 Stück, wa? So, und wie funktioniert es jetzt? Kann ich. Achso, falsche Tasten. Wenn ich jetzt so weit anklicke hier, werde ich ihm doch auch sagen, bestimmt Depot oder Arbeitsplatz wechseln. Automatikmodus, dann müsste er jetzt ja losfahren und irgendwas Zeugs holen, ne? Sagen, dass er hier beladen werden soll. Nicht. Er sollte meiner Meinung nach jetzt hier Kohleerz abholen können. Die liegen nämlich 92 Tonnen. Wie geht sowas denn schon wieder? Naja, wir machen immer noch Minus, ne? Aber dass wir noch nicht pleite gegangen sind, ist natürlich auch schon irgendwie ein kleines Wunder. Ein großes Wunder sogar. Hier sehen wir, was wir so haben. 85 Tonnen Pflanzen, 19 Tonnen Essen. Ja, schon viel. 108 Einwohner immerhin noch. Irgendwann wird sich das in die andere Richtung bewegen, ne? Dann werden wir Einwohner gewinnen. Wenn die Leute einfach so zufrieden sind. Das ist noch ein weiter Weg. Ja, wie funktioniert das denn jetzt schon wieder? Näher ranzoomen, wir werden auch weitere Fahrzeuge angezeigt. Hier sehen wir, wie sie alle schön stehen, die Kipper. Konstruktionsbüro. Ich glaube nicht, dass der Fahrzeug ansehen. Kann ich den denn jetzt hier rausnehmen aus dem Automatikmodus? Offenes Lagerfabrik. Eine Stahl, Beton, Asphalt, Kies, Arbeiter, Rohstofflager. Nehmen Sie ein Quellengebäude an. Ja, was ist, wenn ich jetzt hier einen Bus kaufe, macht es auch so wenig Sinn, oder? Weisen Sie einen neuen Konstruktion zu. Da kann ich tatsächlich eine eigene Bauflotte machen und damit Fahrzeuge bauen. Das ist jetzt aber eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich wollte ganz gerne, logischerweise, dass die hier endlich mal unser Eisenerzzeugs unten abholen. Wird immer mehr hier. 104 Tonnen warten, hier abgeholt zu werden. Die Verbindung ist jetzt da, also das ist der Beladepunkt und das ist der Entladepunkt. Das würde theoretisch funktionieren, sollte zumindest. Naja, ist nicht so einfach. Schreibt es gerne in die Kommentare, die Leute. Ich werde es hier mal versuchen, ob wir so eine Verzweigung hinkriegen. War das denn? Kohlemine, Verarbeitungsanlage, Kies, Halt, Stahlwerk, Laden, Entladen, Rohstoffe für den Zug, kleines, großes. Das war wahrscheinlich genau, war unter Förderbändern. Fördermaschine, Transfer. Da kommt es rein, auf der anderen Seite geht es wieder raus. Wow, Leute, das funktioniert. Das geht in diese Anlage und dann müssen wir bald Strom produzieren, oder? Ja, verrückt. Das ist natürlich nicht viel, was jetzt hier ankommt, aber hier ist Kohleerz drin.
brauchen wir hier nur ein paar Arbeiter. Die Gewinne, keine Arbeiter. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, haben die Leute wieder keinen Eingang für. Ja. Ne? So, vielleicht noch einen Straßenzugang. So, so ist das Gebäude auch komplett eigentlich mit allem verbunden. Ha, in Betrieb. Wahnsinn. Und jetzt können wir selbst Strom produzieren. Man weiß natürlich noch nicht, ob es reicht, ne? Aber eigentlich müssten wir jetzt hier an der Grenze umstellen können auf verkaufen. Muss natürlich noch mal gucken, wie ich sehe, wie viel ich jetzt verkaufen kann. Oh, 1.171 Milliarden. Oh, Spannung. Da wird hoffentlich was ankommen jetzt. Solange hier Rohstoff, Kohle vorhanden ist. Aber da kommen jetzt auch. Reicht wahrscheinlich trotzdem noch nicht, um damit Geld zu machen. Dieses komische wirre Zeugs ist aber hier schon miteinander verbunden, ne? Das muss man sagen. Brauchst du für Dollar kaufen. Und ein LKW Rohstoffe entladen. Ich möchte doch nur, dass wir hier LKW fahren haben. Jetzt haben wir hier diese mega schlechte Quelle. Und die versorgt das Kraftwerk so ein bisschen. Kann es ja auch ehrlich gesagt nicht sein. Ich kann ja auch nicht mit den LKWs hier irgendwas machen. Die sind ja auch nicht routenfähig. Die sind ja nur dafür gedacht. Ja, ist hier immer noch was zu essen, das ist ja auch schön. Im Warenhaus liegen 10 Tonnen Essen rum. Das Gebäude ist ohne Stromversorgung. Ernst? Ja, man sollte sich diese Hinweise angucken, die man da so kriegt, ne? Das macht schon manchmal Sinn. Ich bin knapp dran vorbei. Jetzt kriegst du Strom. Reich. Oh ne, zu wenig Spannung. Wieso krieg. Ach, der Westen. Bitte. Frag doch was. Wir haben das überhaupt nicht am Stromnetz, unser Kraftwerk, weil wir das ja lange Zeit gar nicht nutzen konnten. Haben wir gar nicht mal dran gedacht, das hier anzuschließen. So, jetzt liegt Spannung auf. Leistung 1000. Maximale Produktion pro Tag 1400 Megawatt Strom. So, aber jetzt können wir bald auch, dann können wir Strom verkaufen, oder? Da bin ich mal gespannt, wo wir das genau sehen nachher. Dieser Monat. Import, Export hier. In westliche Länder exportieren wir. Das läuft. Die Uhr läuft. Ja, wir machen Plus. Import. Ja. Aber das ist nicht das einzige Problem, was wir haben. So, der hat Strom. Und jetzt?
Ja, da brauche ich dringend noch mal eure Hilfe, liebe Leute. Keine Ahnung, was der jetzt hier von mir will. Aber Strom ist theoretisch bei beiden, ne? Ich möchte doch einfach nur sagen, dass er von dort und dort und so weiter, ne? Ihr wisst, was ich will. Irgendwie. Sind ja auch nicht alle hier. Wir haben noch Kohle. Ich verstehe es nicht. Wir müssen LKW-Rohstoffe entladen. Das ist ja auch der richtige. Das nützt ja nichts. Ich will aber keine Ressourcen kaufen, sondern ich möchte jetzt meine eigenen Ressourcen hier rüber transportieren, die ich habe. Ja, also da brauche ich dringend nochmal Hilfe, liebe Leute. Schreibt es gerne mal rein in die Kommentare. Ich muss mal gucken, ob ich es in der nächsten Folge denn schaffe, um in der übernächsten Folge drauf zu regieren. Unser Lager hier füllt sich nämlich gut. Hier haben wir schon mittlerweile 130 Tonnen fast an Kohleerz liegen, was ich hier auf jeden Fall beladen möchte. Aber jetzt noch nicht die richtige Möglichkeit gesehen habe, wie ich es machen kann. Ja, das haben wir schon 1200 wert, unser Lager. Aber ich möchte es hier abholen. Wo sich unsere Dinger in der Mine sind noch ein bisschen was. Da haben wir noch eine ganze Reihe und das ist nur ein Rohstoffkreis. Ne? Ich finde das echt mega tiefgründig und das macht mir auf jeden Fall Spaß, sich da auch reinzufuchsen. Ihr seht auch 103 Tonnen Pflanzen. Da müssen wir tatsächlich bald mal sehen, dass wir auch Alkohol zum Beispiel machen. Geschlossener LKW, der Agrarbauernhof Automatikmodus. Felder, da wächst wieder ordentlich vor sich hin, das ist gut. Aber das hier ist echt blöd. Also ich habe da noch keine Möglichkeit. Ich will jetzt ja auch nicht von hier, natürlich ist eine Überlegung, komplett diese ganze Bahn an der Straße längs Förderbänder machen, die dann irgendwie hier über Ecke da anschließen. Das hochkomplizierte, wirres Zeugs ist. Wahrscheinlich so leicht auch gar nicht zu machen ist. Können noch ein paar mehr Leute hier arbeiten. Einer gleich fünf. Ach so, ja, so. Einer bei einer. Sehen wir auch, wer hier arbeitet. Eins ist klar, bald geht uns das wahrscheinlich aus. Wir können hier natürlich vielleicht ein bisschen Einkauf, Ressource für Dollar kaufen. Wir sagen, wir kaufen jetzt ein bisschen Kohle. Für eine Tonne. Alles löschen. Ja, also da, keine Ahnung, liebe Leute. Schreibt gerne rein. Vielen, vielen Dank. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Und tschüss.